Hallo und herzlich willkommen zu Roso Deluxe. Heute zeige ich euch mal ein bisschen was von meinen Schätzen, die ich habe. Oder was ich jetzt für Pokémon so gesammelt habe oder bekommen habe, sagen wir mal so. Also, dann legen wir gleich mal los, aber davor kommt mein Intro. Okay, dann lasst uns mal, ich habe sie jetzt nicht vermischt, ich weiß jetzt gar nicht, in welche Reihenfolge was kommt, aber hier in diesen Top-Loader sind sozusagen meine meine ganzen Full-Art-Karten, die ich jemals gezogen habe. Und wir fangen jetzt einfach mal mit der ersten Karte an. Ich muss das mal, warte mal, wir machen das anders. Zack, wir nehmen die natürlich als erstes. So, verdecken die, dann sehen wir schon mal nicht, was kommt. Und wir beginnen mit der ersten Karte. Hier ist die Corbat VMAX. Diese habe ich erst vor kurzem gezogen. Wenn ich mich täusche, ist das von Farbenschock. Ja, das ist auf jeden Fall die erste Corbat VMAX. Ganz schönes Artwork, wie ich finde. Tolles Hologramm. Schön, wie sie diese Fledermaus über die ganze Karte verteilen, also gefällt mir gut. Ich weiß gar nicht, wenn man die rausnimmt, sieht man das besser? Nimmt eigentlich keinen Unterschied. Oh, ich habe zwei Sleeves. Einmal habe ich einen Perfect Sleeve drin und dann nochmal einen normalen, ein bisschen größeren. Und dann kommt das Ganze auch noch hier rein. Okay, das ist die erste. Was haben wir als nächstes? Oh, als nächstes haben wir Martin. Telit Wii-Karte. Die ist auch sehr schön gelungen. Mir gefällt dieser Battle-Style von dieser Karte. Also diese Akro-Marien, also der Akro-Marienkäfer sozusagen im Kampfmodus. Auch schön gelungen. Hübsch. Dann die dritte Karte. Oh ja. Die ist sehr schön. Kyogre, ein wunderschöner Wal. Und was mir hier besonders gut gefällt, ist dieses Rainbow, also das ist jetzt so ein Rainbow-Farbklecks im Prinzip, der komplett über die Karte hinweg geht. Ich nehme die mal raus. Vielleicht sieht man es besser, ne? Wunderschön. Schaut euch mal an. Hier komplett drüber und alles ist holographisch. Ein sehr schöner Wal. Wie nennt man denn die Karten? Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr gerade dabei seid. Und dann lasst doch gleich mal ein Like noch da. Also, wie nennt man diese Art? Ist es eine Rainbow? Nee, eine Rainbow ist ja, wenn es ganz ist, ne? Ganz holographisch. Und dann ist es eine Rainbow. Ansonsten ist es keine. Oh, da ist meine Phalanx Wii Shiny. Die Shiny-Karten haben auf jeden Fall was. Und es ist auch so richtig wie so ein Fingerprint eigentlich, ne? Dieser Druck, wenn man genauer hinguckt. Toll. Hier haben wir Ditto Wii. Seltsames Pokémon, dieser Schleimbatzen. Das müsste, ich weiß gar nicht von welches, was war denn das? War das auch Farbenschock? Kann ich gar nicht sagen. Dann haben wir Wutsch, die Arena Trainer. Auch eine schöne Karte, wie ich finde. Der komplette Hologramm ist auch schön gelungen. Jetzt, wenn ihr mal hier guckt, da sieht man so ein bisschen den Fingerabdruck mäßig. Also der Druck ist so ein bisschen leicht Fingerabdruck. Technisch gemacht. Jetzt sieht man, seht ihr? Auch ein schönes Artwork. Gar keine Frage. Dann haben wir Drapfel Wii, der Akroapfel. Gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut, weil man kaum erkennen kann, dass es ein Apfel ist. Wenn man es nicht weiß, würde man was weiß ich alles sagen.
Unser Drapfel. Dann haben wir, oh yes, das ist meine erste Rainbow. Fokussierter Stil Maastricht von Kampfstile. Die haben sie wirklich schön gemacht. Also die Art von Holos, ne? Mit dem Rainbow-Effekt. Jetzt nicht das Artwork, ist zwar aller Kampfstil, gar keine Frage. Aber wunderschön ist es jetzt nicht. Aber die Rainbow-Art ist so toll. Da müsste noch eine Rainbow kommen. Richtig. Kapuriki WeMax. Auch eine sehr schöne Rainbow. Einfach nur toll. Und dann auch in WeMax. Schöne Karte. Dann haben wir Impoleon Wii. Das müsste auch Kampfstile sein. Unser Kampfpinguin. Als nächstes, oh ja, Karomor Wii. Eine richtig schöne Krähe. Toll gezeichnet. Mit Flügel offen wäre noch schöner gewesen. Aber auch so richtig schön. Guckt euch mal diesen Holo-Effekt an. Wow. Grammor. Sehr schön. Ja, doch, die ist echt gelungen. Dann haben wir hier unsere Screaming. Ich finde jetzt, dieses Artwork ist nicht toll, aber es ist besonders. Hat irgendwas Künstlerisches. Also, ich weiß auch nicht. Mimikma. Oui. Auch Kampfstile. Also wie gesagt, dieses hat echt, das Artwork hat irgendwas Besonderes. Oh ja, das ist meine Inferno-Pot WeMax Rainbow Shiny, oder? Auf jeden Fall eine Shiny. Rainbow, ich weiß nicht ob Rainbow, aber eine Shiny. Eine WeMax Shiny mit einer richtig tollen Reflexion. Also die Karte gefällt mir wirklich gut. Für meinen Geschmack her. Dann haben wir Togekiss in WiMAX. Ist okay. Nicht schön, aber okay. Dann haben wir eine sehr starke Karte. Gordrom WiMAX. Der Akroaffe. Der ist wirklich richtig Hammer. Auch der, also wie er so dargestellt worden ist, ne? Cool, richtig cool. So, dann haben wir Galalamus Wii. Das war von der Frühjahrstinbox. Wenn ich mich nicht täusche. Schön gemacht. Dann haben wir Schmettbo. Auch in Wii, unser Kampfschmetterling. Oh ja, die ist auch cool. Hundemoon Wii. Also das Artwork gefällt mir auch dementsprechend gut. Dieses Tier oder dieser Steinbock oder was auch immer das sein soll, Höllenhund oder wie auch immer, ist richtig toll dargestellt worden. Auch der holographische Effekt ist richtig schön. Und die Farbkombination gefallen mir sehr gut. Dann haben wir Evoli Wii von der, auch müsste auch eine Tinbox sein, ne? Schön, sehr schön. Evoli sowieso ein sehr schönes Artwork. Inferno Pot Wii. Einfach nur Hammer. Das Ding ist, sieht einfach bestialisch aus. Wundervoll. Sehr, sehr schön. So, was haben wir noch? 2, 4, 6 Karten in der Hood. Und wir haben hier, ach ja, das ist meine japanische Holo, meine einzigste Take-Team-Holo. Keine Ahnung, wie die jetzt heißt. Das hat mir schon mehrfach jemand geschrieben. Aber ich kann es einfach nicht merken. Auf jeden Fall ist es japanisch, es ist Holo in ein Full Art. Ist gar keine Wii, sondern eine GX. Take-Team GX-Holo. So, ich hoffe, ich konnte mich korrekt ausdrücken. Aber
Da das meine erste und einzigste Holo ist auf Japanisch, ist sie besonders. Schön holographisch dargestellt. Wow, die machen wir mal hier rüber. Und jetzt befüllen wir mal die Ecke noch. So, dann haben wir hier Olgangarui. Müsste bei Kampfstile rausgekommen sein, wenn ich mich nicht ganz so täusche. Auch eine schöne Karte. Dann, das war meine allererste WiiMAX, die ich gezogen habe. Libero WiiMAX, eine sehr schöne Karte. Und das war, glaube ich, Clash der Rebellen. Schön, sehr schön. Dann, stimmt ja, die hat mein Sohn sogar gezogen, ne? Der hat für mich die Booster aufgemacht. Und was hat er drin? Eine goldene Trainerkarte, EP Tyler. Nicht schön, aber selten. Und Gold, ich meine, wow. Richtig, wow. Letztendlich, wenn ich sie nicht verkaufe, vererbe ich die eh alle meinem Sohn dann wahrscheinlich. Was, weil, wenn er sie aufbewahrt, wer weiß. Mal schauen. Miwu. Das war von der Frühjahrstinbox. Auch ein schönes Artwork. Toller Hintergrund. Und die letzte Karte ist Brutalanda. Oui. Ist das eigentlich eine Schlange, ein Reptil oder was ist das? Ich glaube, ein Reptil ist das, ne? So, das sind meine momentane Schätze, die ich so gezogen habe. Alle in Full Art. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt, wenn ihr irgendwas zu irgendwelchen Karten sagen wollt, schreibt es in die Kommentare. In dem Zuge lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Ansonsten bleibt gesund und bis bald bei Roso Deluxe. Tschüss!